Verveenblütenessenz. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Vortrag über die Bachblüten. Mein Name ist Sukadev von www.yoga-vidya.de. Heute möchte ich sprechen über die Verveen-Bachblütenessenz, auch Verbena-Bachblütenessenz genannt. Dies ist die Bachblüte Nummer 31 in den Blütenessenzen nach Dr. Edward Bach. Die Verveen-Bachblütenessenz wird gewonnen aus dem Eisenkraut. Der lateinische Name ist Verbena officinalis, also die Heilverbena. Die Verveen-Bachblütenessenz, also auch gewonnen aus dem echten Eisenkraut, es gibt auch andere. Und Verveen-Bachblütenessenz hat etwas mehr damit zu tun, dass man von Begeisterung zur Selbstdisziplin kommt. Die Verveen-Bachblütenessenz ist insbesondere angemessen, wenn man einen übertriebenen Begeisterungszustand hat. Man hat einen Übereifer, sich für eine gute Sache einzusetzen. Man will alles 150%ig machen. Man geht mit großer Intensität an etwas heran und geht geradezu verschwenderisch mit seiner Energie um. Man übertreibt dann viel, man steckt unter starker Spannung und das führt dann auch dazu, dass andere sich eher abwenden. Und deshalb bekommt man nicht die Hilfe, die man braucht, muss man noch mehr machen. Und so ist es wichtig, dass man aus dem Drang, etwas zu machen, aus dem hohen Idealismus und starker Begeisterungsfähigkeit, letztlich kommt zu einer Toleranz, einer Wertschätzung, auch für Offenheit für andere Argumente und Meinungen. Verveen steht auch in Verbindung mit der Selbstdisziplin. In dem negativen Verveen-Zustand ist man von einer Idee sehr stark erfüllt und das führt dann zu missionarischem Übereifer. Man will alle von seinen Vorstellungen überzeugen, nimmt vieles in Kauf, um seine Überzeugungen zu verbreiten. Menschen, die diese Verveen-Persönlichkeit haben, sind oft in Bürgerinitiativen und Aktivistengruppen und oft auch religiös und spirituell überengagierte Menschen haben auch eine Verveen-Persönlichkeit. Der Drucker, die Menschen haben manchmal einen starken Druck auf andere und das führt aber dem entgegen, was sie erreichen wollen. Denn die Opfer dieses missionarischen Eifers fühlen sich in die Ecke gedrängt, ja sogar überrumpeln und so gehen sie eher weg und ziehen sich weg. Der typische Verveen-Mensch forciert dann jedoch seine Anstrengungen und er gönnt sich keine Pause und treibt die anderen zum Teil weg. Nachher führt es zu großer Frustration, weil man feststellt, dass trotz unermüdlichem Einsatz man nicht das bewirkt, was man bewirken wollte. Und so kann der Eiferer nachher die verschiedenen Erkrankungen bekommen, von Erkältung wie vieles andere auch. Gut, und die Verveen-Bachblütenessenz soll dort helfen, dass man weiter seine Ideale verkörpert und dass man sie mit Ruhe weitergibt, dass man lernt, etwas mehr Selbstdisziplin zu haben, dass man lernt, abzuwarten, dass man andere mit einbezieht, dass man auf die Fähigkeiten und Anliegen von anderen auch baut und dann werden andere einem sehr viel mehr helfen. Es hilft der Verveen-Persönlichkeit auch zu verstehen, dass sie mehr bewirken kann, wenn sie etwas weniger fanatisch ist und dass man andere braucht. Und deshalb wird Verveen-Bachblütenessenz auch bezeichnet als die Begeisterungsblüte, die Blüte, die hilft, vom Weltverbesserer zum Impulsgeber zu werden.